So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der Virtual Coach von shaliastevens.com. Und in diesem Video am Freitag möchte ich über das Thema mit euch sprechen: Genialität und dein persönlicher, authentischer Ausdruck. Und zwar, dieses Thema ist aufgekommen in letzter Zeit. In Coachings, im One-to-One, aber auch im Gruppenkontext, sowohl vor der Weihnachtsferien wie auch jetzt wieder im Januar. Und ich hatte das Gefühl, darüber schon vor dem Jahresende zu sprechen, aber jetzt kommt es nach dem Jahresanfang. Und das wirst du vielleicht kennen. Also ich kenne das zu genügend, weil ich fast täglich, jede Woche mit Solopreneuren spreche, Einzelunternehmern und Kleinunternehmern. Und wir haben eine gewisse Tendenz. Wir schauen in die Welt hinaus und wir gucken uns Dinge an, die andere machen und die uns beeindrucken. Und wir schauen zu diesen beeindruckenden Taten, weil das ist das, was wir immer sehen, vollendete Tatsachen. Und wir denken, oh Gott, ist das gut, ist das schön? Ich wäre froh, wenn ich das auch so machen könnte und machen würde. Aber ich schaue bei mir und ich mache es nicht. Und dann fühle ich mich nicht genügend oder nicht richtig in meinem Tun und Handeln und beginne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ein Gefühl zu haben, ich müsste doch auch das machen. Ich gebe dir einfach ein Beispiel an meine Person, weil vielleicht besser, als wenn ich über die Themen meiner Kunden spreche in dem Zusammenhang. Und zwar, ich habe zurzeit eine Person, die ich beobachte. Eine Person, die ich folge, eine Mentorin von mir. Und ich beobachte, dass sie fast wie ein Medienunternehmen oder Medienunternehmerin reagiert. Sie gibt Podcast-Episoden eins nach dem anderen da draußen in absoluter Regelmäßigkeit, wöchentlich, teilweise sogar biwöchentlich. Und sie macht andere Dinge wie Facebook-Live-Videos in Regelmäßigkeit. Sie postet in allen möglichen Gruppen auf Facebook, wo wir beide drin sind. Sie hält Webinaren, sie launcht Online-Kurse, führt diese natürlich mit großen Gruppen durch, mit 400 Leuten und mehr. Oder sie macht ihren regelmäßigen E-Newsletter, solche Dinge. Und ich schaue das Ganze an und wie das für mich aussieht, ist, dass so aussieht. Nämlich jede Menge Outputs, hier eben diese Podcast-Episoden, Facebook-Live-Videos, E-Mail-Newsletter, Online-Kurse, Webinare, all diese Dinge. Das ist quasi der ganze Output, den ich sehe. Und diese Outputs sind in der Form, ja, die sind schon dort in dieser Welt. Und eigentlich ist das nicht das, wo mein Fokus liegen könnte. Es gibt andere Orte, wo ich meinen Fokus stellen könnte. Nämlich, um diese ganze Output zu kreieren, diesen Ausdruck in der Form zu schaffen, es funktioniert deswegen, weil diese Person verbunden ist mit ihrer eigenen persönlichen Genialität. Okay, was ist Genialität hier oben in dieser schönen Wolke? Naja, es gibt verschiedene Namen. Manche Leute sagen dazu die natürliche Intelligenz. Heinecke, schön, dass du hier bist und dich meldest. Die höhere Intelligenz, das Universum, die natürliche Intelligenz, der Einfall, Ideenreichtum. Die alten Griechen haben immer dazu gesagt, die Genialität oder die Genie, die einen besucht und quasi einen küsst, die Muse, die einen küsst. Wie auch immer du das für dich siehst, in welcher Form auch immer, es ist wichtig zu sehen, dass diese Genialität ist erstmal, was vor der Form kommt. Das ist die Formlos. Das ist der Ort, wo wir in das intelligente Netz des Lebens greifen und wo uns eine Idee geliefert wird, was durch unser Instrument mit unseren Händen, mit unserem Mund, mit unseren Körpern zum Ausdruck gebracht wird. Und die Griechen sagen, dass diese Genialität
einen aufsuchen, gehen herum, möchte in die Welt kommen als Idee und suchen, wer könnte der richtige Person sein, um diesen Ausdruck dann im perfekten Ausdruck zu verleihen. Ja? So, bei mir aktuell brauche ich mir gar keinen Kopf zu machen darüber, dass ich kein Einzelunternehmerin bin, die wie ein Medienunternehmen funktioniert und ganz viel Zeugs raushaut am laufenden Band. Das braucht mich gar nicht zu interessieren. Ich brauche das nicht zu modellieren. Ich brauche das nicht als erstrebenswert anzusehen. Ich kann einfach komplett bei mir bleiben und zu meiner eigenen Verbindung mit der Genialität schauen. Und aktuell sieht meine Genialität in seiner Ausdrucksform hier draußen so. Eine Reise nach Griechenland ab Sonntag, wo ich nach Athen fliege zu einer Ausbildung. Spaziergänge durch den Wald mit Duke. Das sind Wälder mit Duke, das sieht man vielleicht da nicht so genau. Ein Kaminfeuer diese Woche am Mittwoch, wo eine Kundin von mir vom letzten Jahr einfach zu mir nach Hause gekommen ist und wo wir geredet haben, gekocht haben, ein Kaminfeuer angeschmissen haben. 1:1 Gespräche mit meinen Kunden. Ich plane gerade 3-Tages-Retreats mit einigen Leuten, wo wir in ihrem Innen schauen werden. Ich mache ein verrücktes Projekt mit dem Namen Listen Revolution. Und. Also das ist mein Ausdruck, was viel mehr im Innen oder weniger nach außen getragen wird zurzeit. Aber das ist egal, ob es im Außen getragen wird oder im Innen. Das ist mein perfekter Ausdruck in diesem aktuellen Moment. Es konnte nichts anderes geschehen als das. Es kann nichts anderes da sein als dieser Ausdruck, weil ich verbunden bin mit der Genialität und ich ein einzigartiger Ausdruck in jedem Moment bin von dieser Genialität. Und ich habe den Eindruck, dass ich das nicht entscheide, sondern dass die Genialität entscheidet, was durch mich durch ausgedrückt wird. Und daher kann ich mich echt entspannen. Und ich weiß nicht, wie deine Verbindung mit der Genialität aussieht und was durch dich ausgedrückt wird. Vielleicht hast du eine Phase der totalen Ruhe. Ich habe gestern mit einer Kundin gesprochen, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Und sie hat gesagt, momentan hat sie gar keine Lust, irgendwas in die Welt zu pushen. Sie hat mir gezeigt, durch das Fenster einen Haufen Schnee liegend in Südbayern und sie war eingemummt vor ihrem Kaminofen und hat einfach sich erholt. Das ist ihr aktueller Ausdruck gerade. Dein Ausdruck könnte sein, Zeit mit deinen Kindern verbringen, am Bügelbrett bügeln und deine geniale Bügelkünste machen. Es macht gar keinen Unterschied. Dieser Ausdruck in der Form wird nur dann abgewertet oder aufgewertet durch unsere Bewertung, ob wir das für gut finden oder für schlecht finden. Und das, finde ich, ist eine Zeitverschwendung in Wahrheit. Heute habe ich echt so Vogelnesthaare auf dem ganzen Weg. Weil alles, was wir bewerten als gut oder schlecht oder was anderes anstreben als was ist, ist ein Widerstand mit der Realität und ist es meines Erachtens auch disrespektierlich gegenüber der Genialität. Weil wir sagen in dem Moment einfach, das, was ist, ist nicht richtig. Und das ist eine Anmaßung aus meiner Sicht. Warum ist es nicht genau richtig, wie es ist? Und wer bin ich, der Genialität vorzuschreiben, wie es sich ausdrücken möchte an diesem Planeten? Und wenn ich stattdessen respektiere, dass es eine aktuelle persönliche Verbindung mit der Genialität gibt, die zu einem einzigartigen Ausdruck verleiht, der genau perfekt ist für mich auf meinem Lebensweg, auf meinem Unternehmensweg, und das mit Dankbarkeit annehmen, dann rutsche ich in diesem wahnsinnig natürlichen Flow des Lebens und geleite entspannt von einer Ebene zum nächsten und bin einfach dieser Ausdruck. Diese Kette, die ich trage, drückt das aus. Also es ist so eine kleine schwebende Sache, die man drehen kann hier. Und auf der einen Seite steht Live und auf der anderen Seite steht Express. Und ich glaube tatsächlich, dass das mein Purpose im Leben ist und dein Purpose im Leben ist, ist zu leben einfach
Und zum Expressen, also zum ein Ausdruck zu sein. Live and express, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag in dieses Feld hineingehen und schauen, was dort ist für den heutigen Tag, für dich persönlich. Und dieses dankbar und wertschätzend annehmen. Denn wenn wir das nicht tun, es führt eh nur zum Leid, es führt zu Zeit- und Energieverschwendung und es hält uns davon ab, ja, geniale Ideen in die Welt zu bringen, geniale Business-Ideen in unserem Business zu haben, einfach genial zu sein. Ja, that's it. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Also schau zu der Form los und das, was bevor der Form kommt. Wenn du da draußen in dem Markt jemanden anschaust, einen Kollegen oder eine Kollegin oder jemand anderes, und du möchtest die bewundern für das, was hier geschieht, ihr Medienunternehmertum beispielsweise, dann respektiere die Genialität. Schau dorthin zu ihrer persönlichen Verbindung mit dieser Genialität und erkenne deine eigene an. Das ist wesentlich spannender und förderlicher im Leben, als hier auf diesem Ausdruck in der Form zu schauen und zu denken, du bist nicht genügend oder du machst was Falsches. Okay? Gut, das war mein Impuls zum Wochenende. Ich hoffe, euch geht es gut und wir sehen uns sehr bald wieder online. Bis dahin, tschüss zusammen.